Herzlich willkommen bei Gnadenlos. Wir starten heute mit was Besonderem. Er rappt seit er 12 ist, mit 15 stand er das erste Mal auf der Bühne und mit 16 schon vor Kool Savage und Curse bei einem Freestyle-Contest. Und jetzt ist er hier bei Gnadenlos im Talk. Die Rede ist von Illflow alias Moritz Höcher. Hallo Moritz! Hi, servus! Du machst deutschen Hip-Hop und bringst jetzt am 3. Februar dein neues Album Implosion raus. Genau. Angefangen hast du aber schon mit 12. Ja. Über was rappt man in dem Alter so? Also eigentlich waren es wirklich nur so Phrasen, die ich bei Kool Savage zum Beispiel aufgeschnappt habe, den ich damals sehr gut gefunden habe. Und dann waren das wirklich so Sachen, die ich auch nicht verstanden habe. Also Step ans Mic, Burn die Cypher und sämtliche Ausdrücke und Phrasen, wo ich keine Ahnung hatte, was es heißt. Ich habe das irgendwie aneinandergereiht und mit Beleidigungen gespickt. Also es war ein ziemlich armes Niveau, muss man schon zugeben. Okay. Jetzt bist du älter und deine Texte sind auch dementsprechend anders. Wie würdest du denn selbst deine Musik beschreiben? Also es ist generell das, was so mein Leben beinhaltet. Da gibt es ganz viele schlechte Sachen, da gibt es ganz viele gute Sachen und die bringe ich dann auch in den Song. Also ich tue mich recht schwer, Sachen zu erzählen, die ich jetzt nicht erlebt habe. Das heißt, alles, was ich so mitkriege, was ich selber vielleicht von anderen Menschen verlange, wie ich fühle, warum ich so fühle, was ich erlebe, das packe ich in Songs. Und das ist manchmal traurig und manchmal ein bisschen lockerer, manchmal ein bisschen heiterer. In einem Interview hast du gesagt, dass das auch irgendwo so zwischen Hoffnung und Resignation, Aggression und melancholisch, aber auch zwischen gestern und heute irgendwie steht. Ist das auch so ein bisschen dein Blick auf die heutige Generation? Ja, würde ich schon so sagen. Also es gibt viele, die verzweifelt sind. Das merke ich so in meinen nachdenklichen Liedern, wenn ich da so Feedback kriege, die dann sagen, die fühlen das genauso oder die haben Probleme mit sich selbst und Probleme mit anderen. Und dann gibt es auch noch welche, so momentan, was im deutschen Hip-Hop abgeht, die tun sich auch, ich sage jetzt mal, ein bisschen schwer mit dem Erwachsenwerden, beziehungsweise die schreiben darüber, machen Lieder übers Erwachsenwerden und wie schön die Kindheit war und so. Und deswegen bewegt sich das alles wirklich so zwischen gestern und heute, zwischen Kind und Erwachsensein. Und wieso der Titel Implosion? Ja, das ist so, also ich empfinde das so, wir Menschen, wir werden von ganz, ganz vielen äußeren Einflüssen beurteilt, egal ob das jetzt der Job ist, ob das eigene Ziele sind, ob das die Familie ist, ob das Freunde sind, also alles äußere Einflüsse, die uns quasi ein bisschen bestimmen, auch so in unserer Entwicklung. Und wenn das von außen alles zu viel wird, wenn du zu viel Druck von außen hast und dann auch noch einen eigenen großen Anspruch an dich selber und dann zu viel Druck von dir selber ausmachst, dann machst du halt irgendwann Bumm. Und dann geht irgendwo mal eine Lampe aus und dann hat man zu viel Stress und das bringe ich so ein bisschen in dem Album rüber. Ja, es ist schon auch ein ziemlich nachdenkliches Album, das habe ich gemerkt, auch so an den Titeln und so. Und vor allem auch das Albumcover ist sehr schön, da hast du einen sehr nachdenklichen Blick drauf. Wie ist das denn, wenn du Songs schreibst? Also entstehen die eher so durch langes Überlegen oder ist das so was ganz Spontanes und dann musst du die sofort aufschreiben? Also eigentlich ist es wirklich tatsächlich spontan. Ich kriege den Beat, das Instrumental zugeschickt, dann höre ich mir das an und dann fallen mir so bei den ersten 5-6 Sekunden schon irgendwelche Phrasen ein, irgendwelche Wortfetzen, die gerade so dazu passen, die gerade so zur Stimmung passen oder vielleicht auch schon am Anfang vom Refrain. Und daraus ergibt sich dann der weitere Titel. Also so dieses Grundkonzept, das steht eigentlich dann schon meistens wirklich 6 Sekunden, nachdem ich den Song höre, nachdem ich den Beat höre. Und darauf schreibe ich dann den fertigen Song. Und das geht auch meistens recht schnell. Okay. Kommen wir mal zu den Songs auf deinem Album. Die passen ja alle ganz gut zu dem Thema Implosion so insgesamt. Da gibt es nämlich Titel wie Trauma, Mit der Zeit oder auch Will dich lassen. Musikalisch allerdings sind die wirklich alle ziemlich abwechslungsreich. Was mir sehr gut gefallen hat, war der Song Adrenalin auch. Weil ich hatte so das Gefühl, dass da so ein bisschen so ein orientalischer Einschlag auch in dem Beat ist. Ja, ja, das stimmt. Also der Refrain ist so ein bisschen orientalisch und der Rest ist eher so Reggaeton, so spanisch angehaucht. Das hat auf jeden Fall ziemlich viel Bums. Ist auch der krasseste Song, mit der meisten Power, so von 2-3 Songs auf dem Album, die haben richtig viel Power und das ist auch so einer, das ist dann halt, wenn es mir wirklich richtig gut geht, wenn ich Lust auf Rappen habe, wenn ich dann einfach bam, bum, peng, einfach was raushauen will und dann habe ich mir auch 2 gute Gäste geholt, Timi Hendrix und Rockstar, zum Beispiel Rockstar war jetzt mit Casper auf Tour und Timi Hendrix auch auf seinem letzten Release, die kennen sich ganz gut und ja, mit denen hat das ultra viel Spaß gemacht, den Song zu machen. Dann gibt es noch einen Titel, der nennt sich Lass es raus. Und da war ich sehr beeindruckt, denn in der Strophe rappst du unglaublich schnell. Also da schleuderst du die Worte nur so aneinander. Da habe ich mir dann gedacht, mal Hand aufs Herz, wie oft hast du den eingesungen? Also so diesen Teil tatsächlich nur 2-mal, aber das liegt auch nur daran, dass ich generell sowas nicht immer aufnehmen kann. Also da muss wirklich alles stimmen irgendwie. Da darf ich am Tag nicht zu viel gequatscht haben. Da muss die Zunge schnell genug sein. Manchmal habe ich das nicht raus, manchmal kriege ich das nicht hin und manchmal
manchmal kriege ich das ultra gut hin. Und wenn ich das ultra gut hinkriege, dann mache ich die Aufnahme an, dann nehme ich das schnell auf und dann ist das auch mit ein, zweimal fertig. Aber das ist leider nicht so oft der Fall. Also jeden Tag kann ich nicht so schnell rappen. Und machst du dich da vorher mit einem Zungenbrecher warm oder so? Nee, eigentlich nicht. Also man muss bei solchen Texten sowieso immer aufpassen, dass man die richtigen Worte wählt. Das fällt mir unglaublich schwer. Also ich weiß schon, ich kann sehr schnell rappen, aber ich bin oftmals zu faul, mir so viel Gedanken über den Text zu machen, weil man jetzt nicht jedes Wort sofort in doppelter oder dreifacher Geschwindigkeit sprechen kann. Es gibt Leute wie Kollega, die können das, die machen das super und die machen das seit Jahren professionell. Aber jetzt so, ich sag mal, auf semi-professioneller Ebene von mir beansprucht das doch ein bisschen Zeit und die nehme ich mir meistens leider nicht. Okay. Naja, jetzt hast du dich ja hoffentlich trotzdem schon ein bisschen warm geredet. Ja. Denn Ilflo wird jetzt für uns hier im Studio den Song Hilf mir nicht aus seinem Album Implosion spielen. Wann hab ich gesagt, dass ich Hilfe brauch? Kann ich nach hinten schauen, jegliche Schreie in die Leere füllen, ein Kindertraum. Bin ich erwachsen, doch einen großen Schritt näher, behalt die Worte für jetzt, nehme die Fotos für später. Wo bist du hin die letzten Jahre, Jahre oder Jahrzehnte? Spreche täglich mit Menschen, die meine Sprache nicht verstehen. Würde dir gerne all die Schuld auf jede einzelne der Nerven geben. Oder dass du niemals sah, was einfach um mich stark zu reden. Und trotzdem weine ich noch, ich weine in Gebeten, als wär's ein Teil meiner Seele, fühl jede einzelne Träne. Ja, und du weißt, weil ich rede, hab ich den Schmerz in mir drin. Auch weil mit Hoffnung auch keiner von meinen Versen beginnt. Wie schwer das sie wird, kannst du nicht im Entferntesten begreifen. Die Herzen gezeichnet, zeig es dir in Versen und Zeilen. Und ehrlich, ich meine es nicht so, wenn ich dich nicht registriere. Doch das hilft mir nur, bring ich das hier mit Stiften zu Papier. Ich könnte weinen und schreien, aber das hilft mir nicht. Weil jede Träne das Kunstwerk in meinem Bild verwischt. Wenn ich schreie, hört man leider nicht, wie still es ist. Nein, ich will es nicht, nein, denn es hilft mir nicht. Könnte weinen und schreien, aber das hilft mir nicht. Weil jede Träne das Kunstwerk in meinem Bild verwischt. Wenn ich schreie, hört man leider nicht, wie still es ist. Nein, ich will es nicht, nein, denn es hilft mir nicht. Denn der Mensch braucht zu viel Aufmerksamkeit zwischen all dem Geschrei. Hier fällt das Taubwerden leicht und ich brauche mehr Details wie der allmächtige Vater. Mein ganzes Leben und jeden Teil meiner Strecke geplant hat. Wenn ich einmal hier um Hilfe frag, schon alle weg, gib mir bitte die Klinge, ja, und ich zeig dir, wie man Bilder malt. Doch hier liegt leider nicht zwischen den Zeilen und euer Alibi. Ich fühle es auch, ihr hilft mir nicht weiter. Ich hab gehofft und gebetet, trotz dem Regen habe alles versucht, aber mache trotzdem noch Fehler. Ich muss kotzen, Kollege, was in deiner Welt noch Freundschaft ist. Nein, ich bin immer für dich da, Fuck bedeutet nichts. Doch du tust so, als wärst du loyal. Halt die Fresse, ja, ich komm auf meine Schmerzen schon klar. Das ist ehrlich für'n Arsch, weil du leider keine Hilfe bist. Ich zeig dir meine Arme, ich hab ein Bild für dich. Weinen und schreien, aber das hilft mir nicht. Weil jede Träne das Kunstwerk in meinem Bild verwischt. Wenn ich schreie, hört man leider nicht, wie still es ist. Nein, ich will das nicht, nein, nein, das hilft mir nicht. Ich könnte weinen und schreien, aber das hilft mir nicht. Weil jede Träne das Kunstwerk in meinem Bild verwischt. Wenn ich schreie, hört man leider nicht, wie still es ist. Nein, es will das nicht, nein, nein, es hilft mir nicht. Ich könnte weinen und schreien, aber das hilft mir nicht. Weil jede Träne das Kunstwerk in meinem Bild verwischt. Wenn ich schreie, hört man leider nicht, wie still es ist. Nein, ich will das nicht, nein, denn es hilft mir nicht. Ich könnte weinen und schreien, aber das hilft mir nicht. Weil jede Träne das Kunstwerk in meinem Bild verwischt. Wenn ich schreie, hört man leider nicht, wie still es ist. Nein, ich will das nicht, nein, denn es hilft mir nicht. Ich könnte weinen und schreien, aber das hilft mir nicht. Weil jede Träne das Kunstwerk in meinem Bild verwischt. Wenn ich schreie, hört man leider nicht, wie still es ist. Nein, ich will das nicht, nein, denn es hilft mir nicht. Ich könnte weinen und schreien, aber das hilft mir nicht. Weil jede Träne das Kunstwerk in meinem Bild verwischt. Wenn ich schreie, hört man leider nicht, wie still es ist. Nein, ich will das nicht, nein, denn es hilft mir nicht. Wenn ihr jetzt mehr von der Musik wollt, müsst ihr nicht mehr lange warten. Denn ab dem 3. Februar könnt ihr entweder das Album kostenlos herunterladen oder eine CD kaufen, die einige Extras bietet. Zum Beispiel ein sehr schönes Cover. Für alle weiteren Infos einfach bei Facebook nach Ilflo suchen und zack landet ihr auf seiner Seite. Draufschauen lohnt sich. Wir bleiben beim Thema Musik und schauen ins Nachtleben mit den Szene-News. Danach haben wir was für Verliebte. Am 14. Februar ist Valentinstag. Nicht vergessen! Disco Fox, Fox, Austropop, Rock und aktuelle Charts. Das gab es am Samstag bei der legendären Ü30-Party in der Diskothek Arena in Hunsdorf. Die Arena gibt es seit Dezember 1977 und ist noch immer das Tanzlokal für die mittlere Generation. Einfach mal vorbeischauen und wieder mal ohne Ende tanzen, es lohnt sich. Thank you.
Wer schon immer mal so richtig jammen wollte, war am Sonntag im Aquarium in Passau gut aufgehoben. Bei OJA, Open Jazz Aquarium, waren alle aktiven Jazzfreunde herzlich willkommen. Was für ein anregender und jazziger Wochenbeginn. Der nächste Termin zum Mitjammen ist am 26. Februar. Standing on the front porch with a box full of chocolates, 2 dozen roses, happy Valentine's Day, ring the doorbell, but there's no... Was gibt es Schöneres als eine Kuscheleinheit mit dem oder der Liebsten? Daher unser Tipp der Woche, denkt an den Valentinstag. Am 14. Februar ist es wieder soweit. Traditionell beschenkt man sich mit Blumen, doch der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Schließlich zählt die Geste. Der Tag ist aber nicht nur was für Turteltauben. Wer gerade keinen Partner hat, kann diese Gelegenheit nutzen, mit einem kleinen Geschenk auf sich aufmerksam zu machen. Übrigens ist dieser Brauch weder von der Blumenindustrie erfunden worden, noch liegt sein Ursprung in den USA. Namensgeber ist der italienische Bischof Valentin von Terni, der im 3. Jahrhundert nach Christus lebte. Laut Überlieferung traute er Paare und schenkte ihnen nach der Zeremonie Blumen aus seinem eigenen Garten. Der Legende nach waren diese Ehen besonders glücklich. In diesem Sinne, Happy Valentine! Kalt ist es geworden, oder? Wir sind trotzdem raus in die Kälte, um euch zu fragen, was ihr diese Woche gut oder schlecht fandet. Gnadenlos schlecht und gnadenlos gut. Gnadenlos gut war, ich war die Woche beim Snowboarden, was richtig toll war, Tiefschnee und so. Und gnadenlos schlecht war, dass ich mich da voll erkältet habe und deswegen die ganze Woche ein bisschen, naja, Schnupfen und so habe. Okay, gnadenlos schlecht war, dass ich erfahren habe, dass ich 5 Klausuren in 3 Tagen schreibe. Das fand ich nicht so toll. Da habe ich in Berlin mit einem echt süßen Kerl geflirtet. Das war gnadenlos gut. Das Wetter war gestern schön. Gnadenlos schlecht war meine Wurzelbehandlung. Meine Freundin haben wir gestern beim Kaffeetrinken versetzt. Das war sehr schlecht. Was? Gnadenlos cool war, dass ich ziemlich coole Leute heute in meiner Yogastunde gehabt habe und die mit voller Begeisterung mitgemacht haben. Was diese Woche gnadenlos gut war, war, dass gestern das Wetter so toll war und die Sonne geschienen hat. Gnadenlos gut letzte Woche. Das Wochenende, weil ich ja zu Hause war. Was schlecht war, dass ich leider nicht so viel rausgehen konnte, da ich so viel lernen musste. Gnadenlos schlecht, dass es die ganze Woche eigentlich nur Lernen war, was man sonst gemacht hat.